welche Melancholie einen erfassen kann, erblickt man enigmatische Schönheiten. Aber was nützt es, sich im diversifiziertesten redupliziert zu haben, im Schönen gezeugt zu haben, mit den exoterischsten Produktergebnissen? Was nützt es, im eigenen Hause aufzuräumen und zu putzen, wie der Sadhguru meint, ein einfaches, ein epigenetisch nicht so verwickeltes, nicht neurotisches Leben zu führen, damit das nicht zu verwickelte Einschreibungen gäbe für die folgenden Körper? Wobei ja schon die Frage ist, ob Menschlichkeit oder akzentuierte Menschlichkeit nicht sich am ehesten am Neurotizitätsfaktor, an den neurotischen Verwicklungen eher bemisst, als an demjenigen, von dem man sagen kann, selig sind die geistig Armen, denn ihre ist die reine Fortsetzungsseele. Was nutzt es, all diese Ratschläge, wenn sie der Oberguru sind und ein Leben lang von Anfang an das Wichtigste im glückseligsten Augenblick bleibend, verweilend vermocht hätten, oder ob sie auch das unglücklichste, labyrinthartigste, verworrenste, verwirrteste Wesen herumirrend wie Ahasver, in Schmerzen, in Pein, wie Iob mit seiner Klage oder so gewesen wären. Es spielt letztlich keine Rolle, alles wird gelöscht, der Tod zahlt alle Schulden. Das macht alles nur Sinn, wenn man tatsächlich so etwas wie ein karmisches Jenseits annimmt, dass das Auswirkungen hätte, das Verhalten im Diesseitigen auf die nächsten epigenetischen Transformationsergebnisse. Aber das ist Unsinn. Nichts an diesen psychischen Verhaltensweisen, nichts an diesen Bewusstseinsstandpunkten, nichts an Glück oder Unglück, nichts an Verwirrung oder Klarheit überträgt sich da in die nächsten Transformationskörper. Die Schönheitsakzentuierungen, die aberwitzigen, exoterischen Neutransformationen mögen immer ausladender, immer erfinderischer, immer modischer, immer sensationeller werden. Die Gesichter immer faszinierender, immer attrahierender. Die Apparaturen, mit denen die Tiere und die Menschen dem Realen begegnen, immer ausgefeilter in diesen Mimikry-Anpassungen, in diesen Spezialisierungen, in denen Tiere entstehen, von denen Sadhguru sagt, die Geometrie mit der geringsten Reibung und der höchsten Effizienz ist letztlich das Wunderbarste oder Schönste. Sodass man also von einer Heuschrecke oder einer Ameise sprechen muss, die einen zu Tränen rühren, wie die alte Frau, die 113 Jahre alt geworden sein soll. Alles das löscht sich aus, alles das radiert sich aus, nichts davon schreibt sich weiter. Also sind alles diese über die Jahrtausende empfohlenen yogischen, religiösen, bitterbösen, unterdrückenden oder befördernden ethischen Regeln vom Stoizismus bis zum Kataholismus völliger Unsinn. Außer eben
Man nimmt doch ein jenseitiges an, ein karmisches Prinzip. Aber wie sagte, ich glaube, Dürrenmatt, wie soll denn eine Schnecke zum Beispiel aufsteigen in eine höhere Wiedergeburtsschleife? Soll sie etwa künstlerische Schleimspuren in den Sand malen? Oder wie kann jemand Verdienste erwirken, die ihn in eine höhere Seinsform katapultiert? Das ist Schnickschnack.